So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind mal wieder so dreist und klauen einen Artikel von Go Games, obwohl ich dazu denke, ich weiß nicht, irgendwann fällt das sicherlich auf, dass der Ramses immer nur Artikel vorliest von Go Games und dann sagen die, ey du Spasti, was soll das hier, wir disliken dich, wir geben dir eine schlechte Bewertung bei eBay, aber eigentlich finde ich das nichts Schlimmes, ich weise ja immer darauf hin, dass die Artikel von Go Games sind, ich beziehe mich darauf, ich gebe das nicht als meine eigenen Sachen aus und ich finde es einfach interessant, was die immer für Artikel schreiben, wie die das darstellen, finde das immer sehr schön gemacht und das ist für mich eben alles Neuland, deswegen lese ich mir das gerne durch und möchte das einfach mit euch teilen, wenn ich mir das angucke, dass ihr das auch seht, dass wir darüber reden können vielleicht, weil ich kenne die alle nicht, ich kenne nur die erste Generation und für mich ist das alles sehr interessant. Max Beckmann wieder mal einen Artikel geschrieben, denn heute geht es um potenzielle regionale Pokémon der fünften Generation. Was für ein gutes Thema, da ja gerade in der Ultra-Woche 2 die regionalen Pokémon der ersten Generation wieder mal in den Eiern sind. Ihr könnt die brüten, diesmal auch in Shiny-Varianten. Bald kommt die fünfte Generation, alles sieht danach aus. Und Go Games hat mal einen Artikel jetzt gemacht eben über potenzielle Pokémon der fünften Generation, die regional sein können. Was nicht heißt, dass das die regionalen sind, dass die aber das Zeug dazu haben, regional zu werden. Es steht aber natürlich nichts fest, das sind meistens nur Spekulationen. Trotzdem aber interessant, was da für Kandidaten dabei sind und warum die vielleicht regional sein würden. Wir lesen uns das jetzt mal durch und als erstes haben wir hier zum Beispiel Giu, Testo und Caradonis. Ihr seht schon, beides so Karatekämpfer, einer rot, einer blau. Testo Rot und Caradonis Blau sind zwei Pokémon vom Typ Kampf und deren Namen her den Kampfkünsten Jiu-Jitsu und Karate nachempfunden sind. Das Duo könnte ähnlich wie Volbeat und Illumise oder Sonnenfell und Lunastein weltweit verteilt sein. Ihr seht auch die WP, die maximalen, die erreicht werden können. Der Rote kommt also auf 2554, der Blaue auf 2763. Diesmal der Blaue besser sogar als der Rote, obwohl Blau sonst immer hinten ansteht. Die finde ich auf jeden Fall cool, die sehen sehr interessant aus. Der kleine, dicke Rote, der große, schlanke Blaue. Das wäre natürlich denkbar, dass sie so verteilt werden. Dann haben wir als nächstes Barschuft. Barschuft ist ein Pokémon vom Typ Wasser, welches zwei unterschiedliche Formen hat. Diese unterscheiden sich als Rotling und Blauling. Auch hier wäre eine weltweite Teilung denkbar, wie sie bei den beiden Formen von Charlellos der Fall ist. Ihr habt also den roten und den blauen, aber die unterscheiden sich wirklich nur von der Farbe und haben also die gleichen Werte. Und Barschuft würde auf 2083 WP kommen. Findet ihr, das ist sinnvoll, dass man das so macht oder sollen die einfach so raushauen? Wäre auf jeden Fall sehr interessant, sieht irgendwie auch cool aus, aber oben die Dinger finde ich natürlich noch interessanter. Dann haben wir Maracamba. Maracamba ist ein kaktusähnliches Pokémon vom Typ Pflanze, welches ebenfalls an einen Hasen erinnert. Es ist vermutlich eine Anspielung auf die im Englischen als Hasenohrkaktus bekannte Pflanzenart, die insbesondere in Mexiko beheimatet ist. Es könnte sich hierbei also um ein mexikanisches Pokémon handeln. Das wäre natürlich auch richtig genial. Kommt auch auf 2083, hat keine Entwicklung, das gibt es einfach so als eigenständiges. Ist ja bei Tauros, Porenda, Kangama und so weiter auch so. Gut, Pandimos hat noch ein Baby. Aber das als eigenständiges Pokémon in Mexiko als Kaktus sieht auf jeden Fall genial aus. Dann haben wir Simvolara. Simvolara ist ein Pokémon vom Typ Psycho und Flug, welches vermutlich den Naxa-Lilien in Peru nachempfunden ist. Dort findet man im Boden gezeichnete Glyphen, die verschiedenen Tieren ähneln. Diese Zeichnungen gehören zum UNESCO-Welterbe. Entsprechend könnte dieses Pokémon in Peru beheimatet sein. Das natürlich auch fliegend mit Maximal-WP von 2538. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich jetzt nicht so krass vom Design. Ist natürlich sehr abstrakt, aber da gefällt mir der lustige Kaktus schon besser. Oh, Emolga! Da steht ja der Text so weit unten, da sieht man das gar nicht mehr. Emolga ist ein Pokémon vom Typ Elektro und Flug, welches einem Gleithörnchen nachempfunden ist. Gleithörnchen gibt es zwar fast überall auf der Welt,
Da dieses Pokémon jedoch keine Entwicklung hat, erfüllt es die Kriterien für ein regionales Pokémon. Wo dieses möglicherweise auftauchen wird, ist unklar, sofern es ein regionales Pokémon werden sollte. Und ihr seht, das hat natürlich nur eine maximale WP von 1627, aber Pachirisu ist natürlich auch ein regionales, was eben auch in der kanadischen Region beheimatet ist. Das hat ja ein bisschen Ähnlichkeit, das könnte man als Nachfolger von Pachirisu nehmen. Das ist natürlich richtig süß, ein Gleithörnchen. Ist also denkbar, muss aber nicht sein. Dann haben wir Marmolida, was aussieht wie die Weiterentwicklung von Libiscus, ist in Wirklichkeit ein eigenständiges Pokémon vom Typ Wasser. Jetzt fällt es mir auch erstmal auf. Auch dieses Pokémon lässt sich nicht eindeutig einer Region zuweisen, entspricht aber den Kriterien. Es könnte ebenfalls ein Pokémon sein, welches zum Valentinstag vermehrt auftaucht. Das ist also auch eine richtig interessante Vermutung von Go Games hier, kommt aber ebenfalls nur auf 1627. Wenn ihr dann am Valentinstag also Marmolida und Libiscus zusammen auftauchen habt, könnte alles sein, muss nicht, wie gesagt. Flunschlick, das regional muss das sein. Obwohl, wenn wir das überall haben, auch nicht. Dieses Pokémon vom Typ Boden und Elektro erinnert an eine Flunder oder andere Plattfische. Auch hier wäre eine regionale Einteilung denkbar, aber nicht offensichtlich. Das ist also dann das Relikant der fünften Generation sozusagen. Und Flunschlick kommt auf 2170. Mein Gott, die GIF-Animation hier sieht ja noch genialer aus. Da erkennt man wirklich einfach gar nichts, wirklich einfach nur nichts. Fertig. Bisofang, das ist krass. Das erinnert natürlich an Tauros. Was will man auch sonst? Bisofang ist, wie es der Name schon vermuten lässt, einem Bison nachempfunden und ist wie Tauros ein Pokémon vom Typ Normal. Hier gehen wir von einem weiteren nordamerikanischen Pokémon aus, was parallel zu Tauros erscheint. 2784, das jetzt schon eins meiner Lieblinge, finde ich sehr stark, sieht richtig genial aus. Auch von den Regionalen finde ich immer noch Tauros am besten, von allen Regionalen sogar, nicht nur von der ersten Generation. Tauros finde ich immer noch am genialsten, Bisofang dann auch sehr genial, wenn das so kommen wird. Auch wenn es nicht regional kommt, trotzdem sehr genial auf jeden Fall. Dann haben wir noch Funifras und Vermicula. Funifras links und Vermicula rechts sind zwei Pokémon, die zwar unterschiedlicher nicht sein könnten, aber thematisch doch zusammenhängen. Funifras ist einem Ameisenbär nachempfunden, während Vermicula eine Ameise darstellt. Funifras ist ein Pokémon vom Typ Feuer, während Vermicula ein Pokémon vom Typ Stahl und Käfer ist. Nicht nur beim Vorbild der Natur sind diese beiden also Fressfeinde. Funifras kontert auch beide Typen von Vermicula. Wir vermuten daher, dass diese beiden Pokémon möglichst weit voneinander entfernt sein wollen. Weswegen wir hier eine potenzielle weltweite Aufteilung wie bei Lunastein und Sonnfeld sehen. Das wäre natürlich richtig genial, auch denkbar, weil Lunastein, Sonnfeld, das ist ja wie Yin und Yang. Das sind wirklich komplett Gegensätze und eben hier auch der Ameisenbär und die Ameise. Normalerweise müsste der Ameisenbär die Ameise ja einfach wegschlingen und das war's. Ihr habt ja auch gesehen, dass das auch die beiden Typen von ihm auskontert. Also da eine entfernte Unterbringung auf der linken und der rechten Weltkugel, wie eben bei den anderen beiden, wäre richtig sinnvoll. 2300 hat hier nur der Ameisenbär. Und die Ameise sogar 2653. Dann kommt noch ein Fazit, aber das kann man sich selbst durchlesen. Also wie immer, sehr guter Artikel hier von Go Games. Checkt das mal aus. Die teilen ja auch immer in Facebook ihre Sachen. Die haben alles Mögliche. Die haben ihre Internetseite. Die haben ihren Telegram-Channel, wo ihr immer die neuesten News bekommt. Wer das noch nicht kennt, verfolgt die mal. Und wie findet ihr die potenziellen regionalen Pokémon der fünften? Was ist euer Liebling von den jetzt genannten? Und habt ihr noch Ideen oder Vorschläge, was aus der fünften vielleicht regional werden könnte, was hier jetzt nicht genannt ist? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramsus.